Hallo, der Simon wieder aus Bayern. Ja, es haben alle mitgekriegt, der aktuelle Änderungsentwurf zu unserem deutschen Tabakrecht ist quasi verreckt, bevor es überhaupt richtig losging im Bundestag. Das Ganze war schon absehbar. Ich hatte ja am 20. April schon was zu dem entsprechenden Kabinettsentwurf gemacht, also wo die Regierung gesagt hat, die Kanzlerin, die Minister, das und das wollen wir machen. Der Entwurf hat sich natürlich noch im Detail geändert, teilweise auch sehr stark geändert. Wer das Ganze ein bisschen verfolgt hat in der Presse oder auch bei uns, sag ich mal, auf Facebook, der hat aber schon mitgekriegt im Anschluss, dass sich da in der CDU/CSU großer Widerstand geregt hatte, und zwar wegen der Werbeverbote, weil es da um sehr viel Geld geht. Und wie immer, ich habe es ja auch an anderer Stelle schon mal erklärt, wo es um viel Geld geht in der Politik, da treten die ganz mächtig auf die Bremse. Das ist auch diesmal wieder passiert. Also viele waren jetzt sehr überrascht, dass da, oh, da regt sich Widerstand. Ja, so eine Riesenüberraschung war es jetzt halt nicht. Wie gesagt, das hatte sich schon so ein bisschen abgezeichnet. Da haben sich also einzelne Abgeordnete schon geäußert, dass denen das viel zu weit geht, dass da wirtschaftlicher Schaden entsteht in dreistellige Millionenhöhe und so weiter und so weiter. Und wie gesagt, wo es um viel Geld geht, da tritt man mächtig schnell auf die Bremse. Wie das da jetzt weitergeht, wird man sehen. Und dann war heute auf Facebook noch was, es geht mal wieder der Kettenbrief rum, beziehungsweise in dem Fall eher der Deppenbrief. Ja, die ganze Geschichte mit, ich widerspreche den Nutzungsbedingungen hier und meine Bilder und meine Texte und hast du nicht gesehen. Das Ding war schon immer Unsinn, das ist Unsinn, wird auch immer Unsinn sein. Es haben schon so viele Blogs und Zeitungen und einzelne Leute immer wieder erklärt, wenn das Ding rumgeht, was das für ein Quatsch ist und warum, haben das auch begründet mit Quellen und erklärt. Und trotzdem finden sich immer wieder Vollidioten, die das glauben und teilen. Ah Leute, lasst es doch, das ist doch wirklich Quark. So, auf Facebook heute auch noch ein bisschen skurril, war so eine Nutzerin, die sagte, also wer meine Beiträge teilt, das will ich nicht, der wird direkt entfreundet. Finde ich ein bisschen merkwürdig, weil so ist das Netzwerk eben gedacht, so funktioniert das eben, so verbreiten sich Inhalte auf Facebook, eben übers Teilen, ja? Ich persönlich finde es auch sehr nervig, wenn Leute statt zu teilen, auch wenn es der eigene Beitrag ist, Sachen in mehrere Gruppen posten, jeweils als eigenen Post, da kriegt man nämlich eine Million Benachrichtigungen, was total unpraktisch ist. Und so ist es, wie gesagt, auch nicht gedacht. Ja? Teilen ist das, wie das Netzwerk von vornherein konzipiert ist, so wie Twitter. Dann den Leuten zu sagen, bitte nutzt das Netzwerk nicht so, wie es gedacht ist, das finde ich gelinde gesagt merkwürdig. Ja, finde ich persönlich komisch. Kann man natürlich machen, kann ja jeder seine Meinung haben, aber skurril ist das trotzdem in dem Fall. Na gut, bis zum nächsten Mal. Peace.